What the fuck? Bitte, Hallo Löchern und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Minecraft auf der Members of Day Server. Wir sind heute so richtig grindig unterwegs. Das ist die Kirby-Musik. Und what the, what, wo, was? Was ist denn da los? Wie viele Zombies hier sind? Was geht ab? Ja, bist du deppert? Kannst du... Alter, wie viele Leben der hat. Das ist ja arg. Oha, okay. Also das geht ja heute ganz ziemlich schnell ab, ja. Warte, Webcam? Ah, gut, habe ich eh. ja. Genau. So, hey. Ja, ah, wir müssen gelbe Blumen pflücken und das sind ja welche. Ja, wow, toll, wie schön. Aha, okay. Was machst du denn hier? Komm in den Keller. Okay. Habt ihr was geschenkt? Okay, ich komm mal in den Keller. Was kommt jetzt? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Bitte, wie hat er das gemacht? Woher hat der jetzt am... Woher hat der... Was? Wie nice! Wie hast du das so schnell bekommen? What? Da ist einfach ein Bacon. Okay. Okay. Nice Scheiße. Und da ist wieder ein Zombie. Nice. Nice. Ja, vielen Dank. Was willst du? Ich wette, ich bekomme es eh nicht. Oh Gott. Matrido. Okay, das wäre richtig lustig, wenn... Erst den behalte ich mir. Wie baut man denn ab? Weil erst so... Okay. Also das ist jetzt ein bisschen... Das wäre auch ein bisschen lustig gewesen, wenn ich gleich so ein Leuchtfeuer bekommen hätte. Okay. Also bevor wir da jetzt irgendwie mal... Ja. Ist das eh nichts? Das ist eh nicht so, ja. Okay, das passt eh. Okay, Hey, also... Ich darf's behalten. Das wäre cool. Wow! Nice! Ich hab Leuchtfeuer! Das ist ja cool! Das ist cool! Thanks! Oh, coole Sache! Ah ja, jetzt, also das sieht man ja alles super in der Aufnahme. Jetzt habe ich schon wieder nicht so ein... Ja, also ich habe ein Leuchtfeuer, hallo? Darf ich dich einmal mit meinem Schwert schlagen? Okay, ja sicher. Mit oder ohne Rüssi?
Mit Rüssi, ja, geht schon. Geht schon. Dem, okay, das ist ja echt brutal, die Musik. Ja. Au! 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 Eins. Aber ich habe gute Rüstung. Okay, also das ist übrigens diese Playlist von Kirby. Ja. Auf YouTube. Und ja, also ein bisschen brutal vielleicht. Also jetzt so für okay. Also. So. Darf ich mal kurz chillen, ja, also. Also hier kommen mal die ganzen Pflanzen rein. Also hier habe ich die gelben Blumen. Ich habe extrem viele gesammelt, natürlich. Ja. Ist echt extrem nice. Was bekomme ich jetzt schon wieder? Das hat der Match wieder gegeben. So. Okay. Also Blumen haben wir jetzt da genug einmal. Da haben wir wieder ganz viele Stacks. Das wird sich auf jeden Fall ganz locker ausgehen. So. Muss mal weiter aufnehmen. Kann nicht mehr schreiben. So. Gut, jetzt blenden wir das mal alles aus. So. Okay, also hier. Jetzt kommen die ganzen Pflanzen hier rein. Ich habe ein Beacon. Erst, ich habe ein Beacon. Wie nice. Das kommt zu wertvoll natürlich. Ich habe ein Beacon. Wie nice. Und. Nö. Gut, also wir haben neue Pflanzen hier, Poppy und so. Also wir haben Poppies und Rosen und Orange Tulips und ganz viele coole neue Sachen. Also die habe ich alle aus dem neuen Gebiet. Und aus dem neuen Gebiet sind auch Pferde gewesen. Also im neuen Gebiet waren Pferde drin, also drei Pferde. Und dann bin ich zu den Pferden hingelaufen. Und plötzlich einfach so... werde ich zurückgeportet. Weil die Map aus ist. Das ist richtig kacke. Also das ist wirklich... Das taugt man eigentlich nicht so. Aber was soll man machen? Jetzt bekomme ich meine schönen Pferde nicht. Vielleicht wird sich da irgendwas machen lassen. Keine Ahnung. Und ja, wir tun mal wieder da herumtrödeln. Bis zum geht nicht mehr. Oh mein Gott. So. Genau, wir brauchen ja Glas, genau, und ich wollte echt so tun, als würden da auf einmal gelbe Blumen gewachsen worden sein, aber ja. Also hier sind gelbe Blumen gewachsen, wow, wir können alle abbauen. Schubidubidubidu, schubidubidubu. So, so. Oh ja, wie schön, wie schnell das ging, ja. Ja, nice. So, wir brauchen mal was zum Phrasen, weil sonst geht da gar nichts weiter. Und 45 Blumen wieder. So, was brauchen wir? Wir brauchen 61 Blumen hiervon und die so da so und dort so hier so. Und mal wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Geht sich... Boah, ich habe eh schon urviel fertig eigentlich. Nice, also lang dauert das nicht mehr. Entschuldigung, also dieser Anfang, diese ersten 10 Minuten oder 5 Minuten, die waren echt chaotisch, weil ich habe mich einfach übergefreut so über Speaking und so. Also das ist ja echt leibernd von Kevin, dass das es irgendwie für mich besorgt hat. Also vielen Dank an dich, wenn du das siehst. Und ja, wir tun einfach ganz normal weiter wie gewohnt, nur dass, wenn wir mit der Kuppel fertig sind, dann diese Blödes, das abbauen und dann stellen wir das Beacon hin, ja. Einfach so. Einfach so.
Ich freue mich. Ich freue mich. Das ist echt nice. Ich habe Tränen in den Augen schon. Oh, ich freue mich so sehr. Und also wie ich vorher... Genau, ich starte ein neues Projekt mit Laba HD. Auf unserem Server. Und... ja, also es gibt nicht viel dazu zu sagen. Es nennt sich Survival Craft. Das ist halt ein ganz normales Vanilla-Let's Play. Das wird heute Abend rauskommen, also das müsste man dann halt auch anschauen. Das ist echt leibend, also es sind ein paar YouTuber, sind dabei. Und ich nehme, also dort nehme ich dann mit einem anderen Texture Pack auf, mit diesem Dandelion. Ja. So, was machst du eigentlich? Was willst du? Ich sollte ihm irgendeine geile Diamantrüstung schenken, weil er mir ein Beacon besorgt. Ganz ehrlich, weißt du... Okay. Wisst ihr was mir der alles erspart hat, ja? Der hat mir wirklich erspart, diese ganze Scheiße mit Nether und Dings besorgen und alles. Also das ist echt nett von ihm und... Ich bedanke mich wirklich nochmal sehr herzlich dafür, dass du das für mich irgendwie besorgt hast. Ich check's noch immer nicht, wie du es gemacht hast, aber es war wirklich eine gute Idee und ja, also ist echt nice. Vielen Dank, als Dankbarkeit, ja, ich schlage dich als Dankbarkeit. Ich schlage dich zur Dankbarkeit. Und auf den Kopf. Passt. So. So, gut. Jo. Ja. Sicher wegen Leuchtfeuer. So, also wir gehen dann wieder da ganz normal rauf. Wir haben 9 Level. Wir müssen uns dann... Ah, unsere Spitzhacke, die ist auch nicht mehr in ganz so gutem Zustand, you know. Und ich muss darf diese Folge wirklich nicht allzu... Das schaut so deppert aus. Nein, das passt eigentlich. Das darf eigentlich... jo. Also, ich darf diese Folge nicht allzu lang machen, weil ich muss jetzt dann wieder in die Schule leider. Und muss aber noch Survival Craft rendern. Das ist ein bisschen blöd, aber... Wird auf jeden Fall lustig. Ich hab... Was? Ich muss wieder runter. Super. Magic! Wow, auf einmal bin ich weg. So, gut, dann gehen wir da wieder rauf und dann können wir diesen Stein, können wir dann endlich wieder mal setzen. Das ist ja echt, echt auch geil. Also, es ist ja auch mal was Neues. Der hat das eigentlich, ich habe das auf der anderen Seite genauso gemacht. Also, das wird sehr nice auf jeden Fall. Und wenn die Kuppel fertig ist, dann kommt das weg. Und ich habe mir überlegt, dass so ein Jump and Run, ja... Also irgendwie so ein Jump and Run rauf zur Kuppel und wer das schafft, ja, hat's geschafft. Ja, ja, stimmt. So. Gut, ey, kein Plan, wie ich das jetzt mache, ey. Keine Ahnung. Dum, 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 dum. Also diese Musik gefällt mir. Ja, also das ist von Kirby. Ich habe das gesüchtelt. Ich habe das die ganze Zeit, also wirklich, wie ich klein war, also vor ein paar Jahren, habe ich einfach die ganze Zeit Kirby gespielt, durchgehend. Ich habe an einem Tag ganz Kirby, also Kirby Superstar, habe ich einfach durchgespielt an einem Tag, wenn ich Bock hatte. Und es dann einfach nochmal und dann einfach... am nächsten Tag das Ganze nochmal gespielt. Ist einfach nice. Einfach nur nice. Also, wovon sich das neue Projekt von diesem hier, also es ist ja jetzt ehrlich kein Projekt, das ist einfach nur so ein Let's Play, also ich weiß nicht. Aber, also es ist eigentlich kein Projekt, weil es ja, es ist einfach nur ein Let's Play, nur... Dieses Survival Craft ist dann einfach, ja, es ist einfach mit mehreren YouTubern, das heißt, es ist dann halt, das ist echt, oha, das ist zu viel, eindeutig. Das ist echt viel zu crazy.
Das Ganze hier. Okay, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Muss wieder runtergehen alles. So. Aber da kommt Motivation auf. Ach, wie ich diese Musik liebe. So, das passt. Das, okay, das wird so scheiße. Das ist einfach irgendwas. Alter, das ist... Was? Wie habe ich das da denn gemacht? Okay. Wie habe ich das da denn gemacht? Das ist ja wieder ganz anders hier. Oh Gott, was habe ich da eigentlich aufgeführt? Ich habe keine Ahnung. So, also ich glaube, diese Folge wird jetzt ein bisschen kürzer. Also höre ich jetzt dann einfach auf. Wo ich dann einfach sagen kann, jupp. Also ein Viertel der Kuppel fehlt noch. Das heißt, dieses Viertel, dann ist diese geile Kuppel endlich fertig, ja? Und nein, scheiße, die ist nicht fertig. Das muss ich jetzt noch fertig machen hier. Ach, ich liebe diese Musik. So. Oh, kein Plan, ey. Wirklich. Ich habe einfach nur Bock, dass diese Kuppel jetzt fertig wird. Aber ich muss sie natürlich schön machen. E claro. Und ja. Diese Musik ist einfach so göttlich. es passt einfach so fast gar nicht zu dem, was ich gerade mache. Ich sollte einfach irgendwie so chillige Musik und... Ja, diese Musik ist einfach nur crazy, ja, also ganz ehrlich. Jo. Okay. Das heißt, das wäre jetzt erledigt. So, das muss ich mir da jetzt einmal auf jeden Fall anschauen. Also, von trennenden Disperspektive. Bam! Geile Kuppel. Warte, so sieht man dann diese wunderschöne... Ach, das ist schön, ja. Jo, genau, also Survivalcraft, neues Objekt, neues Projekt mit Laba HD und Dino LP oder so. Also derzeit sind es halt noch zwei, also ich und Laba HD, aber es kommen noch... Super. T/Home, so schaut's aus. So, jetzt bauen wir das noch ab und dann machst du es für die Folge, aber ich muss jetzt in die Schule und muss jetzt noch dieses Survivalcraft rendern, also ich bin gerade voll am Stress, ey. Und so mit Webcam dauert das ja schon um einiges länger als vorher, aber kein Problem. Gut, aus, stopp jetzt. Gut, also ich denke, das war's für die Folge. Machen wir mal so. So, gut, das war's für die Folge. Ich würde sagen, vielen Dank an Kevin für das Leuchtfeuer. Das werden wir dann schön platzieren und dann mit dieser Strahl wird so wunderschön in die Höhe steigen. Und das war's für die Folge. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.